Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Ark Genesis Part 2. Ja, in etwa 5 Minuten, nachdem ich die letzte Folge beendet habe, sind wir jetzt gerade. Ja, irgendwie sind alle meine Tierchen noch da. Ich würde sie gerne retten. Das heißt, wir machen mal kurz einen auf Schnellflieger und gucken, dass wir drüben ankommen. Bei unseren Tierchen. Ich habe einen Shino noch auf der Schulter. Hab gesagt, hier leuchtet bei voller Ladung. Mal gucken, was draus wird. Ich hoffe jetzt einfach nur nicht, von so einer komischen Tentakel angetentakelt zu werden. Und dann kriegen wir das schon hin. Oh. Moin, 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 moin. Moin, geht's euch? Schön. Aha. Moin! Kriegt der gerade normalen Schaden, nur weil ich leuchte? Oder ist der gerade was anderes, was Schaden kriegt? Ah. Okay, ich sehe nix. Was war das denn? Könntet ihr bitte? Nein! Ja. Problem. Grande Probleme. Hey, diese Reaper Kings, was sind denn das für ungemütliche Zeitgenossen? Ich will nicht, dass mein Scheinhorn stirbt. Oh. Ja, danke, Server. Ja, Server macht gerade schon wieder Dinge. Oh, unangenehm. Ach so. Ah, weil ich hier vom Mount runtergerissen wurde. Von dieser komischen... Ich wusste gar nicht, dass diese komischen Tentakeln das können. Das war echt unangenehm. Naja, ich hab gut reden. Ich bin nur der Spieler und nicht hier John Doe selbst. Für ihn war das bestimmt noch unangenehmer. Mal abgesehen vom Sterben, das war auch nicht so geil. Oh. Great. Now giant eyeballs are flying around attached to mate flowers. Really makes you feel unwelcome here, yeah? Although, bitte lass mein Scheinhorn am Leben sein. Der Rest ist mir gerade egal. Ich weiß gerade, was soll ich dazu sagen? Das ist... Ich kann den Raum nicht mal betreten, ohne zu sterben. Und du, was zum Henker machst du da schon wieder, hä? Ja, das war ich das letzte Mal, als wir mit dem Delfin geparkt haben. Ich glaube, das lohnt sich, den anzuleihen mal. Beziehungsweise hier, ich kann ja ein Schild quetschen, das könnte gehen. Ah, ja, ja. Wie krieg ich denn jetzt noch einen Reaper King down? Ich kann mir gerade vorstellen, dass ich da gerade richtig Probleme habe. Dass das gerade alles... wegstirbt. Vor allem, das ist jetzt nur ein Reaper King, der da rumrennt. Der Plan war ja, dass ich mich auch noch mit so einer Reaper Queen anlege, wenn man die irgendwo mal findet. Die sind ja noch schlimmer, habe ich gehört. Also, ich hatte einen kurzen Eintrag im Wiki dazu gelesen. Die sind wohl schlimmer als die Kings. Und ja, Und offensichtlich bin ich mit einem King schon überfordert.
Oh nein, nein, nein. Oh. Ja, ich bin jetzt. Dadurch. Darf ich da rein, oder? Gut, mein Schein hat sich erledigt. Alter! Ja. Oh nein. Oh nein. Das ist heftig. Hab ich irgendwen von denen gechippt? Nein. Oh, Himmel. Das heißt, wir werden da... Oh. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Licht was gebracht hat. Das kann ich schon mal sagen. So, letzter Versuch. Danach werde ich irgendwie andere Dinge tun. Mrs. Norris, wo bist du? Wenn jetzt da mit einem Shadowmane rüberreiten, dann kann ich wenigstens den Raum betreten. Beziehungsweise ich kann dem Shinehorn noch einen Helm geben. Das andere Shinehorn, was da jetzt dort rumliegt, hatte auch einen. Oh Mann. Ein Reaper King. Einer. Das ist heftig. Ein Alpha Rex ist ein ganz schön schlechter Witz gegen den. Hier, hab einen Helm für dich. Oh, sieht das cool aus. Oh, es darf nicht sterben, es darf nicht sterben. So, aber naja, man muss leider sagen, Verluste gehören bei Ark irgendwie dazu. Nicht die Lakuleo. Obwohl Julius... Eigentlich ist Julius gar nicht so eine schlechte Idee. Och, wo ist der denn? Jeder, den ich jetzt zuerst finde, Mrs. Norris oder Julius, den nehmen wir mit. Da ist Mrs. Norris, gut. Oh mein Gott. Der Käfer hier oben. Oh. Nicht so geil. Gut, wir laufen. Oh. Ja gut, das habe ich ja wieder richtig super geregelt. Ja. Tut mir leid. Könntet ihr mich einfach in Ruhe lassen? Wow! Dieses Wasser da unten macht echt ekelhaften Schaden. Gut, das könnte auch ein Abschuss gewesen sein.
Venus sind tot, beide? Was? Nein. Nein. Das Ziel sind zu zweit. Er hat jetzt, die hat jetzt Reaper King erlegt. Das ist sehr deprimierend. Könnte die bitte einfach sterben. Ich hab hier noch einen Belohn erlebt. Oh mein Gott. Gut. Ich brauche Licht. Die Botschaft ist angekommen. Ei. Warte, dann muss ich mal langsam loswerden. Nehme ich die hier mit. So ist es nicht im Weg. Ei! Sattel brauche ich noch auf jeden Fall wieder.
Das ist auf jeden Fall so ein komischer Beschwörer, mit dem ich mich hier nicht anlegen sollte. Den muss ich mich gleich mal kümmern. Ja, nimm, was du tragen kannst. Nimm mal kurz die Muni wieder. Die kann eigentlich weg. Die nehme ich. Das heißt, Bindungssattel sind safe, okay. Hier ein Haufen Schrott. Oh, ich hab grad schwarze Perlen weggeschmissen. Na egal. Hab grad eh keine Verwendung dafür. Nein! Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich den Sattel hier rausfinden. Oh, das ging gut. Wir wollen uns mal um den Beschwörer. Oh, nein. Habe ich es nicht gesagt mit den Viechern? Ich brenne hier gerade nieder. Das ist. Was ist das denn? Ist das schon wieder ein Lieberking? Wir müssen diesen Beschwörer loswerden. Ich komme hier in der Folge zu gar nichts, wenn das so läuft. Und der nächste Schritt. Ist mein Kätzchen. Ernsthaft, wo ist mein Kätzchen? Hilf mir mal. Das weg! Wo ist der Beschwörer? Leute, das ist grausam hier. Hörst du mal auf?
13! Flucht, Flucht, Flucht! Ich sagte Flucht! Oh mein Gott! Ich... Alter! So. Wir versuchen sie jetzt hier mit den Teleportern rauszuziehen. Das ist ja... Heilige Scheiße! Also die Velona-Taktik bei den Beschwörern klappt nur bedingt. Oh, hier, ich fass euch. Oh, ja, komm. Du siehst auch richtig gesund aus. Kein Dinos. Oh. Wo? Oh, hab ich den nicht erwischt? Ich glaube, ich habe dem Velona keinen gegeben. Ja. Das ist ärgerlich. Oh Mann. Ah, ich weiß nicht. Rettungsversuch, lohnt sich das? Der ist ja fast tot. Ist ja mehr tot als lebendig gewesen. Hier, die nehme ich natürlich gerne. Oh Gott. Oh, wir können es auf jeden Fall mal versuchen. Achso, wie geht's beim Scheinhorn? Wie geht's dir? Eigentlich gut. Dann lad dich mal auf. Oh. Das Gute ist, ich habe jetzt einen groben... Also das mit den Scheinhorn, das ist geil. Da lohnt sich vielleicht, Leuchtradius extrem zu leveln. Wichtig ist natürlich, dass er sich auch schneller als wieder auflädt. Dich hatte ich hier extrem auf Leuchtradius gelevelt, oder? Hier 100%. Und du warst jetzt bei... 300... Jetzt auf jeden Fall mit dem Guten mal versuchen, obwohl du... Ey, das... Ich bin gerade ein bisschen sehr durcheinander, das ist unschön. Wie viel Ladung hast du denn? So, wenn ich dich jetzt sage... Ausschalten? Wie schnell regenerierst du? Das geht. Also hier muss ich hier die Ladungsregeneration nochmal richtig pushen bei denen. Ja. Aber hier, du machst natürlich auch aktivieren bei voller Ladung.
aktiviert. Das ist jetzt bei dir auch aktiviert gewesen, ne? Beziehungsweise, du kriegst einen Chip. Wenn ich sterbe, hole ich dich per Teleporter wieder. Ist das. Oh. Unser Kampfscheinhorn. So, Shirkan dazu. Und wir werden mal versuchen, den Velona zu retten. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Mrs. Norris macht hier ein bisschen Erholungspause in dem Zeitraum. Ich gebe zu. Anzeigefehler? Gib zu, meine Zuversicht hält sich in Grenzen. Okay. Ah, Anzeigefehler. Okay. Also wird's mal so. Ohne hat. Ab ins Glück. Oh, ich hoffe, dass der noch lebt. Oh. Aber wir müssen ihn irgendwie retten. Ach, hier ist auch mein Leuchtradius. In dem Radius werde ich wohl Reaper ganz gut fertig machen können. Ja, ja. Ich sollte mich einfach nicht mit noch einem Beschwörer anlegen und dann passt das schon. Hier müsste der Velona sein. Ja, ich schlag jetzt einfach mal in der Luft rum. Ich pfeife hier gerade immer alle Folgen. In der Hoffnung, dass ich vielleicht den Velona hier auch gleich wieder sehe. Ja, ab ins Wasser. Geile Idee. Ui! Du bist doch angeblich ein Überlebender. Was zum Henker war das denn jetzt?
Ja, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Wir lassen das jetzt mal so. Ich werde leider mal versuchen, dass. Ich brauche aber kurz Pause vom Spiel. Das geht gar nicht. Ich hoffe, es hat euch hier trotzdem absoluten Chaos hier gut gefallen. Und ja, lasst natürlich gerne Bewertung da. Oh Gott. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss.